Hallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars The Force Unleashed. Wir waren stehen geblieben direkt in der eigentlich ersten Mission hier mit dem guten alten Starkiller, mit Gallimarek, wie er auch heißt. Und wir werden natürlich versuchen, den guten alten Rahm Kota zu besiegen. Der ist nämlich hier auf dieser Station und wir sind hier richtig hart undercover. Und dieser Gongtruide, der sieht richtig übel aus. Zack, weg mit dem. Naja, wir sind auf jeden Fall hier undercover unterwegs, deswegen dürfen wir keine Spuren hinterlassen, denn der gute alte Vader hat gemeint, hinterlass keine Spuren, Starkiller. Und ich höre natürlich auch den guten alten Vader, ne? Da hinten sehen wir auch schon das erste Holocron, allerdings kein gutes, was ich unbedingt brauche, beziehungsweise ja, das ist schon gutes, allerdings eins, ja, was mir eher eigentlich immer passive, kurzzeitige Boni bringt, in diesem Fall halt, was war denn das, das Lebensinstinkt? Ich hab's gar nicht drauf geachtet. Auf jeden Fall bringen diese Sith-Holocons, sprich die roten, immer einen kurzen passiven Bonus. Und die weißen bzw. gelben, wie beispielsweise das da oben, bringen einem einen permanenten Bonus. Sei das jetzt Erfahrungspunkte oder sei das jetzt gleich sofort ein Skillpunkt. Es gibt mehrere Skillpunkte und Skillpunkt-Varianten tatsächlich. Pam, pam. Okay, und wir können natürlich hier auch Erfahrung sammeln, indem wir einfach die Gegner hier alle niedermetzeln. Am Anfang hat man noch nicht so vieles Schwertmuth und alle möglichen Sachen drauf, aber das wird sich mit der Zeit noch ändern. Star Wars The Force Unleashed auf jeden Fall eines der absolut coolsten Spiele. Ich kann das eigentlich fast nur allen weiterempfehlen. Wenn ihr euch jetzt fragt, hey, wo kann ich das Spiel kriegen oder sowas, ist wie gesagt eigentlich ein 300 Xbox 360 bzw. PlayStation 3 Spiel gewesen oder halt aber auf dem PC. Auf dem PC gibt es, glaube ich, auf Steam als auch auf GOG. Ich spiele hier die GOG-Variante, weil die eigentlich mal ganz gut... Oh, gelber Lichtschwert. Das heißt, können wir schon unsere Klinge ändern. Wir laufen trotzdem erstmal mit dem roten rum, würde ich sagen. Ja, weil die immer ganz gut optimieren für ältere Spiele, für neue Betriebssysteme. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und allgemein war das immer relativ gut zu haben und das hatte ich damals halt auch schon mal gekauft gehabt. Naja, wenn ihr das auf der aktuellen Konsole spielen wollt, also sprich PS4 als auch Xbox One, kann ich euch nur empfehlen, dass ihr euch... Ich glaube, auf der Xbox One dürfte es ja auch abwärtskompatibel sein, wenn ihr euch das alte Spiel besorgt. Aber ansonsten würde ich euch halt PS Now empfehlen. Da kann man das spielen. Das ist der Streaming-Dienst, sage ich jetzt mal, Videospiel-Stream-Dienst von der PlayStation. Den kann ich nicht so ganz perfekt empfehlen, aber es ist halt eigentlich eine Möglichkeit, das zu spielen. Ich habe das ja damals im Stream da drauf gespielt und es hat mir so mittelmäßig gefallen. Ich hatte da immer so einen Input-Lag. Ich weiß nicht, ihr könnt ja gerne mal sagen, wenn ihr jetzt Erfahrung gemacht habt mit PS Now, ob ihr da ebenfalls Input-Lag hattet. Ich hatte es auf jeden Fall damals. Es kam mir zumindest die ganze Zeit so vor. Und selbst wenn das irgendwie nur so eine psychologische Sache ist, dass ich mir das die ganze Zeit vorgestellt habe, das war halt nicht so, war nicht so angenehm. Und auf der Xbox One gibt es das Ganze auch im Game Pass. Das heißt, da kann man das natürlich einfach so richtig runterladen. So funktioniert das ja beim Game Pass. Und ja, da habt ihr das dann einfach so, ne? Da habt ihr das dann einfach so und könnt euch das dann runterladen und spielen. Ist allerdings auch ja so ein Abonnement-Ding, ne? Beides halt Abonnement-Dinger. Das heißt, da muss man, glaube ich, dann je nachdem, ich weiß gar nicht wie viel, 8 Euro im Monat, 10 Euro im Monat, irgendwie sowas bezahlen. Und das ist natürlich nicht so schön, aber ist halt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ansonsten schaut einfach mal, dass ihr das auf irgendeiner anderen Variante spielen könnt. Denn das Spiel an sich kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Ist auf jeden Fall eins der besten Singleplayer-Star-Wars-Spiele so. Jetzt vielleicht nicht unbedingt das Beste, es kommt vielleicht ein bisschen darauf an, was man denn gerne mag. Ich persönlich mag ja am liebsten Knights of the Old Republic 1, also den ersten Teil von der KOTOR-Spielereihe. Das ist mein absolutes Lieblings-Star-Wars-Spiel. Das wird es wahrscheinlich auch irgendwo immer bleiben. Wer weiß, Jedi Fallen Order steht vor der Tür, aber das Spiel war halt einfach bombastisch. Und das ist halt einfach damals, boah, das war einfach der Hammer. Werde ich auch irgendwann nochmal spielen. Werde ich irgendwann spielen, aber da bräuchte ich am besten recht viel Zeit für. So, jetzt haben wir unseren ersten Aufstieg. Da wird uns jetzt eigentlich nur gesagt, hey, hier, komm, jetzt kannst du skillen. Und das können wir hier bei Macht-Upgrades. Und da gucken wir doch auch gleich mal ins Menü rein, ne? Macht-Schub, Macht-Blitz ist noch hier geschlossen. Wir können uns auch die Punkte aufheben, damit wir die dann später aufgeben. Und das mache ich bei Machtkräfte auch. Machtkräfte sind halt wirklich nur die Machtkräfte, die wir so haben, ne? Das sind ja alle Machtkräfte, die man in den Spielern auch freischalten kann. Manche davon sind noch gesperrt, manche andere noch nicht. Und hier können wir auch mal reinschauen, was uns denn beispielsweise Machtfokus bringt. Das sind diese passiven Talente. Jeder Rang steigert deine maximale Machtenergie beispielsweise oder Machtaffinität. Jeder Rang steigert die Geschwindigkeit, mit der sich deine Machtenergie wiederherstellt. Das ist super gut, das nehmen wir mit. Und hier können wir uns die Kombos angucken. Das sind quasi dann die Angriffskombos, die man so haben kann. Beispielsweise sowas hier, dann drückt man XXB und dann hat man da einen coolen Move, den man dann im Spiel machen kann. Ne, mit seinen Lichtschwertern. Fortsetzen. Okay. So, das ist jetzt beispielsweise, ja, jetzt wurden wir währenddessen getroffen. Das war jetzt beispielsweise hier der Move, den wir jetzt gelernt haben. Das heißt, am Ende macht er so einen Machtschub und kann dann die Gegner damit
besiegen. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, dass hier irgendwo auch ein Easter Egg ist. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da hochkomme. Das ist die Frage. Wir können ja auch übrigens diese TIE Fighter fertig machen. Aber das ist teilweise gar nicht so leicht. Ich bin gerade mal am gucken, aber das kann auch an einer anderen Stelle sein. An irgendeiner Stelle, es kann sein, dass es hier ist. Ja, doch, das ist hier. Da hinten sieht man das weiße Ding. Ist nur die Frage, wie ich da so hochkomme. Aber das kann doch nicht der reguläre Weg sein. Naja, da hinten seht ihr auf jeden Fall auf diesem Gebäude, sieht man einen Helm liegen. Und dieser Helm ist nicht irgendein Helm. Nein, das ist ein Helm von einem Klonkommando. Und damit das erste tatsächliche Easter Egg, was man hier so finden kann. Habe ich mir mal vorher angeguckt, wo man hier Easter Eggs finden kann. Allerdings weiß ich jetzt, wie gesagt, nicht, wie man da unbedingt hochgelangen kann. Aber es liegt da. Man hat es kurzzeitig gesehen. Naja, ist auch nicht so wichtig. Wer sich dafür interessiert, kann sich ja gerne mal so ein bisschen um die Easter Eggs kümmern. So, jetzt haben wir fast hier den TIE Fighter noch besiegt, aber hat nicht gezählt, leider. So. Können die natürlich hier auch alle wieder durch die Gegend schmeißen und werfen. Wir haben ja unsere Machtkräfte geskillt. Ich bin ja auch einer, der hier häufig, ne? Force Unleashed ist halt Programm. Ne? Macht entfesselt ist Programm in diesem Fall. Dass man hier halt auch auf jeden Fall die Machtkräfte ordentlich nutzt. Um die Gegner zu besiegen. Aber manchmal auch schön mit dem Schwert. Wir haben ja auch schon vorhin gesehen, dass wir einen anderen Kristall gefunden haben. Das ist natürlich auch nochmal sehr interessant für uns. Denn mit diesem anderen Kristall, und das ist jetzt eine dieser Machttalentsphären, das heißt, damit haben wir jetzt auch nochmal einen Skillpunkt in einen dieser drei Kategorien. Ob das jetzt blau, gelb oder rot war, weiß ich jetzt allerdings nicht. Ich glaube, das ist gelb, oder? Naja, wir werden später gucken. Wir brauchen am Anfang noch nicht so extrem aufs Level achten, weil wir schalten auch mit der Zeit immer mal wieder neue Fähigkeiten frei. Manchmal lohnt es sich, diese Punkte aufzuheben. Naja, wir können auf jeden Fall auch unsere Lichtschwertfarbe ändern. Ich habe hier so viel zu erzählen. Ihr wisst, ihr merkt es. Ich habe sehr viel Input zu geben hier. Damit ihr auch alle mitbekommt, was denn hier nicht alles möglich ist. Wir können natürlich auch ganz normal hier einfach abwehren. Ist manchmal nicht schlecht, das zu machen. Aber manchmal auch nicht unbedingt notwendig. Komm, hau ihn um da. Zack, sehr schön. Supi. So, hier auch nochmal umschauen, denn hier liegen bestimmt auch irgendwo noch diese Holocrons rum. Da ist noch was, beispielsweise. Siehst du mal. Sehr schön. So, weg mit den Kisten. Ich würde eigentlich ganz gern diese TIE Fighter treffen. Wo sind die denn? Liegen die überhaupt lang? Zählen nicht, ne? Ne, die fliegen irgendwo unter mir lang. Naja, nicht so wichtig. Ist nur so eine Bonusmission. Ich glaube, dadurch kann man auch noch Level-Ups bekommen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob wir die mitgenommen haben oder halt eben nicht. Was sollen wir denn hier machen? Ach, hier lang natürlich. Oh Gott, sagen, was sollen wir denn jetzt machen? Das war jetzt eigentlich nicht so schwer. So, wir können ja auch mal Gegenstände werfen, beispielsweise diese Explosionsfässer. Wie in jedem guten Videospiel gibt es natürlich auch hier Explosionsfässer. So, weg mit euch. Und weg mit euch. Sehr schön. Oh, was war denn bei dem? Das hat ja gebackt. Das hat ja gebackt. Nee, die fliegen immer noch unter mir lang, ne? Die TIE Fighter da oben war jetzt einer zu sehen. Zack. Komm, gleich nochmal die nächste greifen. Ja, das sieht doch gut aus. Und ich mag das ja ganz gerne, wenn man die jetzt hier so an die Kante hält, ne? Und auch wirklich zielgenau so, dass er so eine Chance hat. Er kann sich festhalten. Nee. Schafft er nicht. Au. Imperialer Sturmtruppler gestorben. Naja, so passiert das halt manchmal. So, die werfen auch Granaten. Später kommen natürlich auch wirklich viel, viel stärkere, bessere Gegner, die teilweise sogar auch wirklich, knallhart Konter... Kontermöglichkeiten gegen uns haben. Wirklich ausgebildete, ja, Anti-Jedi-Einheiten, sage ich jetzt mal, beziehungsweise Anti-Sith-Einheiten, die dann wirklich einem das Leben zur Hölle machen können. Da gibt es einige von, deswegen, da muss man auf jeden Fall auch aufpassen. So, die Nahkämpfer können hier tatsächlich auch uns parieren, meine ich. Die können tatsächlich auch versuchen, jetzt werfen wir gegen den TIE Fighter, wenn das klappt. Nee, hat er nicht machen wollen. Oh, jetzt werde ich hier getroffen. Aufgepasst, nicht gegen den TIE Fighter sterben. Oh, das hat ihn nicht erwischt, so. Interessant. So, die TIE Fighter helfen uns natürlich auch, aber greifen uns auch natürlich irgendwo mit an. Deswegen aufgepasst. Und wie gesagt, später kommen noch stärkere, bessere Gegner. Jetzt haben wir das Missionsziel erfüllt, obwohl ich gar keinen TIE Fighter mehr angegriffen hatte. Aber hey, Missionsziel erfüllt ist Missionsziel erfüllt. Der hat mich leider erwischt. So, einmal aufgestanden, Dinge hier auf. Ja, sehr schön. Ich empfange viel Funkverkehr über die Comlinks, nur ein paar Ebenen über euch. Ihr nähert euch General Kota.
Oh, da kommt einmal aus dem Rücken hier. Wir nähern uns General Coater, der große Endboss des ersten Levels hier. Das erste Level übrigens auch eins der besten Level tatsächlich, finde ich. Das heißt nicht, dass die anderen schlecht sind, aber das macht hier einfach noch richtig Spaß, weil hier sind die Gegner auch verdammt luschig und es ist halt auch einfach so ein Spiel, so ein typisches, ja, Hack-and-Slay-Spiel hier irgendwo, wo man halt auch einfach Bock dran hat, Gegner einfach massenweise abzuschlachten und fertig zu machen mit den krassesten Machtfähigkeiten. Und wenn die hier so chancenlos sind, ist für einen kurzen Moment natürlich ultra spaßig, aber irgendwann will man dann auch die Herausforderung. Man kennt es. Und diese Herausforderung wird einem dann in späteren Spielen oder in späteren Leveln geboten hier. Aber gerade am Anfang, ja, der versucht zu fliehen. Nicht mit mir. So, aber gerade am Anfang noch relativ schwierig. Und wie gesagt, wir lernen natürlich auch noch einige Moves mit dazu. So, Mausruinen nutzen wir auch nochmal hier. Und zack, wenn er auf dem Boden liegt, kann man immer diesen Abstecher-Move machen, der natürlich extrem Schaden macht. So, da kommen sie. Und jetzt können wir mal das benutzen, was wir beim letzten Mal noch angeteasert hatten. Und zwar so ein bisschen hier diese Scheiben. So. Und jetzt werden die da alle rausgesogen. Zumindest einer. Der andere hat leider irgendwie da an der Kante festgehangen. Aber das geht eigentlich ganz gut, wenn man hier einfach, zack, die Dinger zerstört. Dann werden da immer mal welche rausgezogen, was super cool ist. Ein super kleines, lustiges Detail. Oh, der lebt immer noch. So, und die mit ihrer Minigun, die machen schon ganz gut Schaden. Da muss man so ein bisschen aufpassen. So, der liegt auf dem Boden. Einmal schön abgestochen. Miliz Elite heißt der. Okay. Da ist er. Schließt das Lasertor. Das werden wir ja sehen, ob das nicht euer Grab sein wird, liebe Leute. So, wer da reinfliegt, ist natürlich direkt zerbrutzelt. Haha, so, ich liebe das, wieder reinzuschieben. Das ist super. So, nochmal ordentlich in den Rücken gepeitscht mit dem Lichtschwert. Zack. Und das ist jetzt so das erste kleinere Rätsel. Wir sind jetzt hier eingesperrt. Ich kann da jetzt auch mal gegen springen. Kriegt man ordentlich Schaden, wird zurückgeworfen. Man stirbt direkt nicht. Jetzt müssen wir hier dieses komische Energieding beispielsweise rausziehen, damit diese Laserschranken dann weg sind. Solche kleineren Rätsel gibt es eigentlich des Häufigeren. Das ist ja irgendwo nochmal so ein Holocron. Ich muss mich so ein bisschen umgucken. Nicht, dass ich hier an allen vorbeilaufe. Manchmal kennt man das ja. Naja, auch jetzt noch. So, da werden erstmal alle rausgezogen hier. Aufstieg. Sehr schön. Haha, mit voll Karacho gegen seinen Kumpel. Supi! Das sieht sehr gut aus. Dann gehen wir hier mal weiter. Mal nochmal ganz kurz gucken. Ne, Holocons mal so ein bisschen abchecken. Ist jetzt nicht der Weltuntergang, wenn man da mal eins verpasst, aber wäre jetzt auch nicht unbedingt schön, wenn man jetzt hier so relativ leicht erreichbare dann einfach liegen lässt. Man will ja schon versuchen, da möglichst viele zu erwischen. Möglichst viel auch von den Sachen sich so freizuschalten. Gesundheitsentzugs auch. Jetzt kriegen wir wieder die ganze Zeit Leben zurück von denen, wenn wir uns neben die stellen. Was wahrscheinlich eins der stärksten dunklen Sith-Holocons ist. Weil die halt einfach alle so sterben, ne? So, hier ist nichts mehr zu holen. Hier ist auch nichts mehr zu holen. Okay, dann gehen wir wieder weiter. Im Namen des Imperiums. So, das darf natürlich auch keiner Meldung machen, ne? Wir dürfen nicht aufliegen. Der Imperator darf nichts erfahren. So, jetzt hier auch wieder so ein kleines Rätsel. Wir müssen hier diese Dinger rausholen, damit wir uns so eine kleine Brücke bauen. Hey! So, jetzt wird mir nochmal ein bisschen erklärt hier, von wegen, du kannst mit einem Doppelsprung springen. Das weiß ich, diese Jump-Run-Passagen sind übrigens nicht das Gelbe vom Ei. Aber jetzt auch nicht das Schrecklichste, ne? Also, da gibt es durchaus schrecklichere Spiele, wo man mit dem, mal da irgendwas machen, nee, ne? Wo man mit dem Springen nochmal ein bisschen schlechter zurechtkommt als jetzt hier in diesem Spiel. Von daher eigentlich ganz in Ordnung. Und da haben wir auch schon den ersten wohl stärkeren Gegner, und zwar den AT-ST. Nein, sollst du auf den AT-ST werfen? Ach, der Idiot. Oh mein Gott, da kommt eine Mine auf mich. Wir können natürlich uns auch in den Nahkampf begeben gegen den, aber... Das ist so ein, ne, ich sage jetzt AT-ST, ich weiß, das Ding wird nicht AT-ST heißen, aber es sieht sehr ähnlich aus. Ein Walker. Wir nennen es einfach mal ein Walker. Den müssen wir erstmal mit Sachen bewerfen. Man kann die natürlich auch auf andere Art und Weise besiegen, indem man mit denen in den Nahkampf rennt. Aber man sollte ja auch versuchen, seine Jedi-Kräfte smart einzusetzen. Und dann halt dementsprechend halt auch vielleicht, wenn hier gerade überall solche Kisten rumliegen, lieber mit Kisten besiegen. Jetzt sehen wir nochmal so einen super coolen Finisher.
Weißt du, wenn ich jetzt so einer dieser Rebellensoldaten hier wäre, ich wäre doch weggerannt. Hätte ich gesehen, wie der Typ da einfach mal so ein AT-ST-Ding verschnitzerlegt. Ich wäre weggelaufen. Ich hätte gesagt, ja, das war's dann mit der Rebellion, ne, liebe Leute. Bin hier raus. An der Stelle. Aber die tapferen Rebellensoldaten hier, die wollen noch. Da ist ein Holocron. Mann, das fährt aber langsam hoch, der Fahrstuhl. Wir können auch irgendwie noch höher fahren. Wahrscheinlich soll man auch nach ganz oben fahren, damit man hier irgendwie an die Holocrons rankommt. Da liegt auch noch ein Holocron, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Wir blocken mal ganz kurz. Da drüben kann man auch noch hin. Aber da sehe ich nichts. Ja. Aber hier liegt auf jeden Fall eins. Und hier oben liegt auch noch eins versteckt. Ach nein, ich wollte natürlich oben landen. Na egal, wir haben ordentlich Machtpunkte gekriegt. Das ist schon mal ganz gut. Vielleicht kann man hier sogar ein bisschen abkürzen, indem man hier einmal ganz kurz so hochspringt. Ja, das ist mal, damit sind wir auch gleich wieder oben. Kaum Zeit verpasst in der Form. So, du am Geschütz, du ärgerst mich mal bitte nicht weiter. Ich warte natürlich auch schon so ein bisschen auf meine Lieblingsmachtkraft. Deswegen, ich spare mir gerade meine ganzen Upgrade-Punkte noch ein bisschen auf. Denn ich liebe ja den Machtblitz. Ich liebe ihn einfach so sehr. Und den kriegen wir natürlich auch noch. Ne? Es gibt so viele verschiedene coole Machtkräfte hier. Wir haben auch noch nicht mal den Lichtschwertwurf. Wir haben eigentlich quasi noch nichts. Wir haben eigentlich nur den Machtschub und den Machtgriff bis dato. Was echt nicht viel ist. Was echt noch ein bisschen mau ist. Aber das kriegt man halt alles so ein bisschen mit der Zeit. Ne? Kriegt man alles mit der Zeit. Und wir sind ja auch ein bisschen geduldig. Patience, my young Padawan, ist ja immer so ein Leitsatz der Jedi, auch wenn wir jetzt gerade kein Jedi sind, aber das sollte man natürlich auch anwenden können hier bei diesem Spiel. Da sehen wir auch schon die nächsten Holocrons. Pam! Boah, den haben wir mal ins Gesicht geworfen, das Teil. So, diesmal kein Walker hier. Den slappen wir hier einmal durch die ganze Garnison durch. Pum! Pum! Na, sind hier noch mehr Feinde? Will noch wer? Wer hat noch nicht? Da oben ist ein Holocron versteckt, wie ich jetzt eben schon gesagt habe. Das müssen wir hier versuchen, so eine... Daran erinnere ich mich noch. Noch so eine Treppe zu bauen. Das ist eigentlich ganz nützlich, dass ich das ganze Spiel hier schon mal im Livestream... vor kurzem... Oder was heißt vor kurzem? Mal vor ein paar Monaten durchgespielt habe. Wo hat er das Ding jetzt hingeworfen? Jo, nach da hinten. Denn so weiß ich natürlich so ein bisschen noch, was man hier zu tun hat, um an die Holocrons zu gelangen. Zumindest ein paar. So, liegt das jetzt? Ja, jetzt haben wir uns so eine kleine Brücke gebaut, um hier an die Holocrons in dem Raum zu gelangen. Ich hatte damals im Livestream nicht alle gesammelt, das wären wahrscheinlich auch noch die meisten, die dann damals... Ah, schade. Die dann damals zugeschaut haben, wissen, ich hatte nicht alle. Aber ich hatte einige. Ich hatte einige und damit kann man natürlich auch immer... mehr coole Sachen freischalten. Und das ist natürlich auch so ein bisschen spaßig. Nicht runterfallen. Sehr schön. Und einmal den Triple Jump hier. Super. Energiekristall Rubat. Oder Rubat. Nicht Zubat, sondern Rubat. Okay. Supi. Und ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz jetzt in das Upgrade-Menü, weil wir haben jetzt so viele Sachen bekommen. Aufstieg. Okay. Ja, ja, ja. Komm, ich weiß, dass man hier einfach skillen kann. Ich hab's verstanden. Wir haben hier 2 Punkte, hier haben wir schon 3 Punkte. Das heißt, wir skillen hier mal ordentlich irgendwelche Sachen, die erstmal nur 1 Punkt wert sind. Hier haben wir 2, dann nehmen wir mal den Sith-Schwertwirbel. Was macht man da? X-Pause, X-Pause, X-Pause. Okay. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Das wäre ja wohl gelacht, wenn nicht. Und jetzt können wir auch unser Lichtschwert mal ausrüsten, denn wir haben jetzt ja diesen neuen Lichtschwertkristall bekommen. Jetzt haben wir erstmal den hier, den Farbkristall. Jetzt können wir auch noch den Energiekristall ändern. Und zwar war das ja Rubat, den wir bekommen haben. Den hier wohl, ja. Das Lichtschwert bewirkt mehr Schaden. Ist doch super, ne? Farbkristall, Energiekristall, 2 verschiedene Arten. Das eine bestimmt eigentlich wirklich nur die Farbe. Das heißt, wir haben jetzt ein gelbes Lichtschwert, wenn wir jetzt schlagen. Jawohl. Und ja, vorher hatten wir halt noch das rote, ne? Man hat es ja gesehen. So, wer wagt es jetzt hier? Du? Du Luschiger? Auch weg mit dir. Und bumm auf den Boden. Bumm auf den Boden. Wie der da rumtaumelt. Kann man den auch so besiegen? Ja, guck mal, das kriegt er nicht hin. Na doch, das kriegt er hin.
und da kippt er um. Ne, er löst sie einfach auf. Er wird eins mit der Macht. Gut, liebe Leute, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt diesen Fahrstuhl hier nutzen, um in die nächste Ebene zu gelangen und den guten alten General Coda ordentlich eins mitzugeben, hören wir hier auf an dieser Stelle und sehen uns beim nächsten Part dann wieder genau hier. Bis zum nächsten Mal und vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann und ciao, ciao.